Hey Leute, was geht? Der David von Eitelseinisch hier. Bevor ihr abschaltet, ich zeige euch ganz kurz, wie ihr das Lichtschwert von Lugia stellen könnt und Intro ab. So Leute, also nochmal willkommen und zwar heute machen wir uns zwar das Lichtschwert von Luke einmal. Und zwar in der Videobeschreibung findet ihr das Bild wieder. Ich habe einfach mal bei Google irgendwas eingegeben und fand hier ganz cool die Seitenansicht von Luke Skywalker, das Lichtschwert. Deswegen machen wir es doch mal. Und zwar nehmen wir uns, also ich mache es mit Spline diesmal. Bisher haben wir es immer mit Objekt gemacht, aber ich mache es jetzt wieder wie bei Ray. Und zwar mit Splines. Und zwar wir machen uns einen Kreis. Erstmal, wenn wir sehen, okay, das hat einen weißen Hintergrund und die Splines sind natürlich auch weiß. Deshalb können wir nichts gut sehen. Das heißt, gehen wir hier auf Optionen, dann Ansicht. Und hier haben wir die ganzen Einstellungen für das Bild. Das heißt, wenn wir auf Hintergrund gehen, haben wir die ganzen Einstellungen. Das heißt, Transparenz, zum Beispiel, wenn wir es höher stellen, können wir das jetzt so, ja, in etwa so ist es. Das wollen wir haben. So, dann machen wir die Achse erstmal vom Kreis 90 Grad, so dass es quasi, ja, vom Bild her passend ist. Und dann ziehen wir uns das erstmal ein bisschen kleiner. Dass es passt ungefähr. Ja, was ich auch sehe, dass, also wir können mal machen, ein Zylinder, testweise, weil ich glaube, ups, das ist nämlich nicht, liegt nicht ganz auf, genau, sehen wir hier, das liegt ist nicht ganz in der Mitte. Das heißt, wie Optionen, Ansichten, und werden wir also Offset Y. Ja, ich denke, so ist gut. Können wir den wieder löschen eigentlich. Und zwar nehmen wir unseren Kreis wieder. Jetzt können wir uns den da hinziehen. Machen wir den ein bisschen noch mal kleiner. Ja, so ungefähr ist okay. Muss ja wie gesagt nicht perfekt sein, einfach nur als Referenz. So, dann kopieren wir den als STG, C und V. Und dann nehmen wir uns beide NURBS. Und zwar, wir nehmen uns ein Sweep NURB. Nehmen uns beide Kreise, packen ihn in das Sweep NURB rein. Ups, sorry. Nicht Sweep NURB, sondern Loft. Das heißt, Loft verbindet zwei Splines. Also zwei Objekte. So, jetzt haben wir das verbunden. Wie Sie sehen können, können wir jetzt einen Kreis verschieben. So, also das machen wir. Und zwar, wir nehmen uns also unseren Kreis 1, ziehen ihn ungefähr hier so raus. Dann kopieren wir uns den, allerdings halten wir gedrückt STRG und nehmen unseren ersten Kreis und ziehen ihn nur unter das Loft-NURB. Dann hat er das kopiert und auch in der Loft-NURB kopiert. Das heißt, wir machen uns das kleiner. So, jetzt allerdings, wie ihr sehen könnt, hat er das quasi so als Knick gemacht, also nicht ganz 90 Grad, sondern so eher als Schleife. Das wollen wir nicht haben, weil das sieht jetzt nicht so toll aus, weil wie ihr sehen könnt, ist so ovalförmig, quasi so ein Balk. Deswegen gehen wir hier auf unser Loft-NURB und gehen hier auf lineale Interpolation. Jetzt haben wir das alles gerade. So ungefähr machen wir das. Dann kopieren wir uns das wieder und Live Selection Tool, ziehen das ein bisschen raus. Obwohl, nehmen wir diesen Loft
Erst einmal machen wir die Achse erstmal passend. Und zwar, wir gehen nämlich auf unser Loft. Wie ihr sehen könnt, ist die Achse hier, das Objekt aber hier. Das heißt, wir gehen auf unseren hier Achsenmanager, ziehen uns die Achse einfach ein bisschen rein und gehen wieder Achsenmanager deselektieren. So, wir ziehen uns das einfach ein bisschen mehr rein, sodass es eventuell passender ist. Upsa. So, jetzt müssen wir aber gucken, wie das ungefähr passt. Und zwar. Ja, okay, dann machen wir. Ja, okay, machen wir das halt nicht. Also, okay, dann machen wir das so. Dann unseren Spline ziehen wir uns den so raus. Dann kopieren wir uns das wieder. Also gedrückt halten und wieder unter Loft ziehen. Dann kleiner machen. Kopieren. Rausziehen. Kopieren. Kleiner machen. Kopieren, rausziehen. Ah, jetzt sehen wir das. Jetzt können wir die beiden kleiner machen nochmal. Das heißt, weil es ein bisschen groß ist, das heißt, wir selektieren 7 und 6. Gehen auf unser Tool zum Skalieren und ziehen den rein. So, dass es passend ist. So, jetzt haben wir schon mal unser erstes Teil. Das nennen wir jetzt Emitter, weil so nennt man das. Und dann machen wir das nochmal. Das heißt, wir nehmen uns einfach einen Spline, den können wir am besten kopieren. Wir nehmen den mal 7, kopieren die. Das heißt, aber diesmal kopieren wir außerhalb, also STRG C und V. Und fangen ein bisschen kleiner an. Na, noch ein bisschen kleiner. So, fangen aber ein bisschen tiefer an. So, jetzt machen wir es nochmal. Das heißt, wir kopieren uns diesen Kreis. Setzen den mal hier hin. Und nehmen wir dasselbe. Das heißt, wir nehmen uns ein Loft-Nurb und packen die Kreise da rein. So, jetzt haben wir schon mal diesen Teil. Jetzt kopieren wir uns den Kreis hier, also Kreis, ja, den Kreis und wieder kopieren in den Loft rein und skalieren wir uns größer. Jetzt haben wir das natürlich wieder, wie wir, dass es halt so ein bisschen ovalförmig ist. Das sieht natürlich doof aus. Sehen wir hier am besten so einen Teller. Das heißt, gehen wir in den Loft rein. Interpolation und voilà, haben wir das gerade. So, genau, jetzt haben wir das skaliert, dann wieder kopieren und reinziehen. Ja, das machen wir sogar ein bisschen größer. Das heißt, wieder 2 und 1 selektieren, also STRG gedrückt halten und das beides auswählen. Skalierwerkzeug holen und ein bisschen größer skalieren. Und so. Dann wollen wir Kreis Nummer 2 bisschen rein. So, das nennen wir dann einfach mal Mittelstück. Mittelstück. Quasi doppelte Maustaste. Und jetzt machen wir uns den Griff. Also das machen wir als ein Stück. Und zwar machen wir dasselbe nochmal. Das heißt, wir nehmen uns Kreis Nummer 2, STRGC, SGRV. Machen uns das etwas größer. So sollte okay sein. Ja, so ist es okay. Und kopieren wir uns C und V und ziehen das nach
Da. Ungefähr hier. Da nehmen wir uns wieder ein Loft, packen zwei Kreise in Loft rein und den Kreis hier. Dann kopieren wir es wieder unter den Loft rein. Loft natürlich für Interpolation. Dann Kreis Nummer 1 skalieren wir. Und Kreis Nummer 1 kopieren wir wieder. Und ziehen das raus. Hier. Jetzt sehen wir halt, ist es wieder groß. Heißt, wir selektieren 3 und 1 und skalieren. Und skalieren wir es. Ziehen das dann wieder ein bisschen rein. So. Dann nehmen wir uns Kreis Nummer 3, wieder kopieren, wieder skalieren. Und wieder kopieren. Und was ich hier mache, um besser hin und her zu springen, ich drücke mal Leertaste. Wie ihr sehen könnt, springt er immer zwischen dem vorig ausgewählten und dem Live Selection Tool. Ist mal praktisch. Und ziehen uns das dann raus. Genau. So, dann kopieren wir uns das und machen wir das im Endeffekt so, wie das einfach aussieht. Das heißt, wir skalieren das, ziehen es raus, dass es so ist. Also muss halt nicht perfekt passen, aber dass es halt ungefähr so ein, die Form ergibt. Dann wieder kopieren. Voilà. Wieder kopieren. Was auch immer am besten ist, dass wir haben uns das kopiert, dann ziehen wir uns das gerade, also so, wie wir das haben wollen. Und jetzt können wir das einfach nach unten skalieren. Dann kopieren wir uns das wieder. Ziehen wir uns das nach da und skalieren es. So, jetzt ist natürlich die Kunst, auch wenn es nicht 100% passt, natürlich immer hier dieselbe Höhe zu haben. Also ich habe jetzt hier glücklicherweise es so getroffen, dass es hier auf Linie ist und das werde ich jetzt versuchen beizubehalten. Dann kopieren wir es wieder. So, dann wieder kopieren. Ziehen wir das hier in die Mitte und skalieren ist das. Wieder. So, dann kopieren. Dann rüberschieben und skalieren. Ja, müssen wir aufpassen, dass es dieselbe Höhe ist. Ungefähr halt. Kopieren. Rüberziehen. Kopieren. Ich weiß, ist eine ziemlich lästige Arbeit, aber glaub mir, das sieht so ganz cool aus am Ende. Und skalieren. Weil wir wollen im Endeffekt auch später nochmal das hier bearbeiten. Das heißt, für die Extrudieren, um das Sachen alles zu extrudieren und sowas. Da ist das mit Splines ehrlich gesagt einfacher und schneller, weil das ist halt eine blöde Arbeit, aber einfach, ja, ist halt im Endeffekt dasselbe. Ist halt besser, als wenn wir da alles per Hand modellieren und uns da irgendwie doof und dämlich irgendwie, ja, Sculpting machen da irgendwie. So. Wieder kopieren. Und ziehen. Jetzt können wir ja mal gucken, wie das ist. So, so sieht es in etwa schon mal aus. Das ist schon mal ganz cool. Finde ich, sieht ganz gut aus. So, dann nochmal kopieren. Gerade hinziehen. Skalieren. Kopieren. Nach gerade ziehen. Kopieren. Hier hinziehen.
Und skalieren. So. Aufpassen, das passt. So, gleich sind wir fertig. Also, ihr könnt ja schon mal, wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, könnt ihr schon mal ein Like da lassen. Und euch das natürlich teilen, das Video. Weil, wie ihr sehen könnt, eventuell, wenn ihr mich beobachtet habt, mein Kanal. Ja, ist natürlich sehr schleppend alles. So, dann kopieren wir uns das. Skalieren wir. So, dann kopieren wir das wieder. Gleich sind wir durch. Kopieren, nach hinten ziehen und skalieren. Skalieren, Quatsch, kopieren, vorne ziehen und skalieren. So, also wenn wir fertig sind und modellieren, sorry, ich habe das, mache ich das mit Redshift. Texturen und sowas. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr es nicht habt, ist eigentlich wurscht, weil das Model ist ja gleich, nur halt die Szene ist halt eine andere. Ja, aber ist halt halb so wild. Und da ziehen. Dann skalieren, also kopieren, rüberziehen, skalieren. Kopieren. So, gleich sind wir durch. Noch zwei. Kopieren. Und skalieren. Dann kopieren. Überziehen. Skalieren. Kopieren. Rüberziehen, skalieren. So. Und jetzt? Jetzt kommt das Spannendste. Und zwar jetzt nochmal skalieren. So. Also, um das in Detail nicht zu verpassen, alles. Können wir das natürlich detailgetreu machen. Das heißt, wir machen auch die paar Schienen hier. Das heißt, machen wir so. Dann machen wir das so. Dann kopieren wir uns das wieder. Das heißt, wir können uns das eigentlich kopieren, wie wir wollen. Ja, machen wir es so, ist eigentlich okay. Eigentlich egal. Kopieren und dann ziehen wir das einfach mal durch. Obwohl. Nee, ziehen wir das erstmal nicht durch. Machen wir das erstmal bis hier. Jetzt bin ich mal kurz im Überlegen, was am sinnvollsten wäre. Jetzt, ich weiß nicht, wie das hier genau von der Logik her gemacht wurde. Ob das vielleicht einfach ein kleineres Stück ist, das ist jetzt die große Gretchenfrage. Denn wenn wir das jetzt weiterziehen, sehen wir hier, das ist halt nicht, das passt halt, also ist halt kleiner. Was wir natürlich machen können, ist, also das Stück machen wir mit einer Röhre. Das heißt, wir können uns das halt trotzdem nochmal kopieren hier, wie wir es gerade auch gemacht haben. Dann skalieren wir uns das einfach ein bisschen größer. Fangen halt ein bisschen wieder kleiner an. Kopieren uns das wieder. C und V. Nehmen wir unseren Loft Nerve, verbinden die Sachen. Und ziehen es einfach durch in der Population. Jetzt bin ich doch, es wundert mich eigentlich nur, warum zieht er das so?
Aha, okay. Machen wir es noch rückgängig, sorry. Also okay. So. Können wir das auch hier hinziehen? Ah, okay. Ah, verstehe. Das ist kleiner. Okay. Dann skalieren wir das. Andere Ende ist ja okay. Dann unser Loft-Nerb und packen die zwei Dinger hier rein. So in etwa, ne? Also, ich weiß nicht, wie das aussieht, muss ich gestehen, weil als ich das vorher gemacht habe, habe ich darauf nicht geachtet. Finde ich jetzt allerdings jetzt nicht so toll von der Optik her. Ich würde sagen, wir lassen das einfach. Wir sind ja da frei. Das heißt, wir ziehen uns einfach das Ding so lang, wie wir wollen. Also sorry. Also jetzt ziehen wir die beiden noch mal rein, die Dinger. Auch wenn es ein bisschen länger ist, ist eigentlich ja okay. Finde ich halt ein bisschen besser. So, okay. Jetzt haben wir das schon mal. So, als nächstes wollen wir uns dieses Ding hier machen, als Röhre machen wir. Und zwar, wir nehmen uns unser Drehwerkzeug Röhre. Und da sie jetzt liegt, wollen wir die natürlich hochkant machen. Und zwar machen wir hier bei der P auf 90 und skalieren uns das erstmal, so dass das passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. So. Ja, ziehen wir das. Obwohl, nee, hochziehen ist blöd. Ja, machen wir es. Ja, ein bisschen. So. Und jetzt ziehen wir das natürlich ein bisschen länger. So ungefähr. Da das natürlich alles abgetrennte Kanten sind, die wir natürlich nicht haben wollen, also alles 90 Grad Kanten. Gehen wir hier auf Rundungen und gucken in etwa, wie das passt. Natürlich nicht alle Rundungen, sondern also nicht 100, nicht 100% und nicht 0, sondern so ist okay, 2. Ja. So, Dele, müsste das soweit okay sein. Jetzt nehmen wir uns nochmal die Röhre, also kopieren uns das und ziehen die hier hin. Machen die natürlich kleiner. Ups, na Quatsch, nicht skalieren. Machen die uns kleiner. Ja, es ist okay. Und jetzt machen wir uns diese Eckchen rein. Das heißt, wir nehmen uns einfach einen Würfel. Den Würfel machen wir einfach kleiner. Ziehen uns den dann dahin, wo wir haben wollen. Weil wir werden mitten jetzt ein bisschen ausschneiden. Würfel. So ungefähr, dass er von der pa von der na hier Größe hinhaut. Machen wir es so, weil unten ist ja egal. Das heißt, wir. Ja, so ist in Ordnung. Dann ziehen wir uns den natürlich kleiner noch. Ja, so ist okay. Muss halt wie gesagt nicht passen. Ist ja okay. So, jetzt natürlich von der Breite noch ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Ziehen wir uns das natürlich kleiner. Ja, okay, also wir sehen halt, es ist ja genau mit der Kante hier verbunden. Das machen wir halt auch. Und zwar. Ja, so passt es schon. So, jetzt wollen wir natürlich die Segmente sehen. Das heißt, wir gehen hier auf Darstellung,
Ground Touch Shading und gehen dann auf Linien. Und wie ihr sehen könnt, sehen wir jetzt im Endeffekt die Linien, nur halt da halt noch nicht viele Segmente hat, machen wir uns hier ein paar rein. Upsala. Na? Oder hat nur die andere ausgewählt? Gehen hier auf unseren Würfel. Darstellungen. Na, Darstellungen. Okay. Machen wir hier natürlich die Linie noch, sorry. Also haben wir die Linien. Und können hier halt die Segmente auswählen. Deswegen, wir müssen halt nicht zu viele auswählen, sollten nicht zu viele auswählen, sondern wir gucken mal. Also wir brauchen ungefähr 1, 2, 3, ist okay. Ja. Oh, sorry, muss da gehen. Also 8 Segmente sollten passen. Und von der Höhe und Breite sollten keine mehr da sein. Können wir hier natürlich auch machen. Nochmal Darstellungen. Linien, ups, sorry. Linien. Linien. Ja, genau. Weil der Rest ist 1, das ist soweit okay. Dann drücken wir C, um den Würfel editierbar zu machen. Und wir wählen unser Live Selection Tool. Das machen wir Häkchen raus, nur sichtbare Elemente selektieren. Gehen wir raus und gehen unserem Polygon-Werkzeug, aber Punkte-Werkzeug, und werden uns das einfach mal jetzt zurechtziehen. Heißt, wir wählen uns die Punkte an. Na, warum auch immer er das nicht macht. Na, gerade hat das doch gemacht. Warum auch immer. Naja, gut, okay. Und ziehen uns das hier einfach mal so ein bisschen hin. Dann voilà, der ist dort ungefähr. Der ist dort. Der ist dort. Also wenn es ein bisschen kantig ist, ist eigentlich wurscht, weil wir machen gleich einen Hypernurb nochmal. Können wir eigentlich alle drei selektieren. Runterziehen. Und den ziehen wir auch ein bisschen mehr runter. Dann nehmen wir uns den hier, na, ziehen den, ja, wir können auch, also ziehen ein bisschen hier rein, dann nehmen wir den letzten und ziehen den auch hier hin, so, und voilà, jetzt sehen wir doch, ist es schon mal ganz nett. Jetzt gehen wir wieder unser Selection Tool, also unser Werkzeug, unser normal Objektwerkzeug, nehmen uns allerdings unsere Röhre und machen die ein bisschen breiter. Ja, so ist in Ordnung. Dann nehmen wir uns nämlich einmal einen Cloner, packen unseren Würfel in den Cloner und Cloner machen wir radial. Und wie wir sehen können, also ist hier der Cloner, brauchen wir das eigentlich nur an die richtige Stelle zu setzen. So, und das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt können wir halt die Segmente, also die Anzahl erhöhen. Ich guck mal, wie es ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, auf 10 beispielsweise, das ist ein bisschen viel. 8, 7, 6, ja, ich denke 6 ist eigentlich ganz cool. Lassen wir 6. So, dann gucken wir mal, was haben wir noch. Und zwar, ja, hier können wir jetzt was machen hinten. Oh, ist auch so spät. Also, können wir wie gesagt was machen. Ich finde es allerdings so abgerundet immer ganz nett. Ist eigentlich okay soweit. Können wir so lassen.
Ja, das Einzige, was halt ist, ist halt hier, ja, obwohl, nee, jetzt nicht, aber wenn ihr jetzt ein anderes Bild habt vom Lichtschwert, ist halt natürlich Lukes Lichtschwert, hat natürlich immer dieses diesen Clip oder was es ist, diesen Switch. Finde ich nicht schön, ehrlich gesagt. Finde ich auch ein bisschen unpraktisch, weil wie soll man so kämpfen mit diesem Ding da? Naja, egal. Also deswegen bin ich gerade überlegen, mal lassen wir das so. Weil wenn wir hier jetzt, wo bringen wir den Button unter, wäre jetzt die Frage. Ich würde aber mal sagen, lassen wir das erstmal so. Obwohl, können wir hier vielleicht. Wir können mal gucken, gleich, wie es aussieht. Als erstes machen wir erst der GZA, dass wir alle selektiert haben, und Alt-G kopieren. Haben wir das alles kopiert. Jetzt machen wir das mal Lichtschwert. Und ja. Oh, Sorry, also ärgerlich. Genau, achso, was wir natürlich machen können, ist noch hier, damit es halt ein bisschen besser aussieht, echter aussieht, dass wir hier natürlich das Löchlein hinmachen. Dort heißt, wir nehmen uns einen Zylinder. Zylinder machen wir 90 Grad. Ja, ich denke, so ist weit in Ordnung von der Größe her. Dann nehmen wir uns ein Boule. Wo haben wir es? Boule, Boule, Boule. Boule, Boule, Boule. Nehmen wir unser Lichtschwert und unseren Zylinder. Obwohl, machen wir es anders. Öffnen wir das. Nehmen wir unseren Zylinder. Was in unseren packenden in den Emitter rein, dass es halt ein bisschen kopiert ist alles. So, dann nehmen wir unseren Boule quasi, packen den dann, na, packen den dann ins Lichtschwert rein, also unterhalb. Obwohl, machen wir das so, sorry, den Zylinder packen wir dann einfach unterhalb, also vom Boule, also dass halt im Zylinder ist, im Lichtschwert ist, in der Gruppe, und nehmen unseren Emitter und packen den auch in das Boule rein. Und wie wir sehen können, haben wir jetzt ein Löchli. Jo. So ist doch schon mal okay. So, dann machen wir uns erstmal einen schicken Hintergrund. Und zwar, wie gesagt, mit Redshift. Das heißt, wir nehmen uns erstmal einen Boden, also eine Ebene. Ziehen diese Ebene dementsprechend lang. Eigentlich wurscht, wie lang, weil wir machen das so von hier. Ich denke, ich ganz cool. Ja. Und Mittelmaustaste, Seitenansicht, dass der Boden auch auf dem Lichtschwert liegt, also dass das Lichtschwert auf dem Boden liegt. So. Jetzt, wie ihr sehen könnt, liegt es halt hier an, aber hier nicht. Das ist halt nicht sehr realistisch. Das heißt, kippen wir das Ganze einfach mal ein bisschen und gucken, wie das passt. Ja, und jetzt liegt es ja alles auf dem Boden an. Ja. So. Dann. Machen wir uns mal. Zuallererst Materialien, also erzeugen Redshift, erzeugen Redshift Material. Und na,
Ui, bevor mir hier abkackt, speichere es mal ganz kurz zwischen. Speichern und der Tutorial tut Luke. Und machen wir den Emitter, das heißt, wir gehen einfach nur rein. Color, Quatsch, nicht Color, sondern Custom, also Presets machen wir Custom. Machen wir Aluminium. Gehen das, machen das auf unseren Emitter. Dann natürlich auf unser Bool. Dann genau das, ja, auf unsere beiden Röhren. Diese Röhre und die zweite Röhre und auf unseren Würfel, also auf unseren Klon. Machen wir mal hier Kameras, Draw Shading, so dass wir halt sehen, was wir schon Texturen gegeben haben. Und wie sieht es aus? Ungefähr, wie war das? Na, komm schon, wo bist du? Ah ja, okay, das ist Gold und dann wird schwarz. Okay, verstehe. Also genau, dann erzeugen, Redshift, Presets, Material. Machen wir den Output, also Material, Presets, Copper, also Bronze quasi. Machen das auf unser Mittelstück. Da. Und jetzt fangen wir an, das schwarz machen. Also, denn hier aber wichtig, weil das ist ja nicht alles schwarz. Hier ist ja zum Teil Silber. Das heißt, wir nehmen uns unser Loft, das wir haben, drücken C. Und jetzt haben wir halt die Deckflächen hier. Das heißt, wir gehen in unser Selection Tool, gehen auf Loft. Und jetzt können wir uns die Ebenen hier anwählen. Also die Flächen, was wir halt schwarz haben wollen oder Silber haben wollen. Ja, was wir halt Silber haben wollen in dem Sinne. Das heißt, denn wir gehen mittlere Maustaste hin. Und, es ist natürlich blöd gewesen von mir. Okay, egal. Gehen wir hier auf Rechts Selection, weil wir das natürlich verschoben haben, das Schwert. Kann es natürlich sein, dass es nicht mehr passend ist. Und zwar, denn wir wählen doch, perfekt, das ist eigentlich okay. Denn wir halten die Taste gedrückt. Moment. Und nur die sichtbaren Elemente. Ne, wollen wir auch nicht. Denn wir wählen uns nur das an, was halt selektiert werden soll. Allerdings, wie ich sehe, er selektiert halt nicht alle Ebenen. Ich denke mal, weil das Schwert schief ist. Das heißt, dann schieben wir das einfach nochmal gerade. Ich hoffe, das kriegen wir so hin. Ja, okay. Ich denke. Jo. So wird ein Schuh draus. Denn jetzt sollte es soweit funktionieren. Also gehen wir auf, wo waren wir? Auf unser Loft. Rechteck Selection Tool. Das ist natürlich Vorzeigeffekt, weil gerade hat es funktioniert. Ja, okay.
Jetzt ist natürlich. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Ja, okay, das sieht gut aus. Okay. Dann halten wir Shift gedrückt. Wählen dann unsere zweites an. Dann wählen wir das dritte an. Dann, also immer Shift gedrückt halten. Dann unser viertes. Unsere Nummer 5. Und dann hier. Und hier. Wenn es auch nicht passend jetzt unbedingt ist, es ist ja egal, ob jetzt ein Polygon mehr oder weniger drauf ist, ist ja eigentlich Wumpe. Nur halt, es sollte nicht hier wie hier sein, dass nicht alles ausgewählt ist. Und wie war das? Vorne, das war Sch nee, das war auch Silber, genau. Genau, und hier war dann Schwarz. Und jetzt gehen wir auf Selection Tool, auf Loop Selection. Und wählen uns einfach die alle an hier. Dup, 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 dup und flop. Und packen dort, obwohl gehen erstmal auf Selektieren, Selektion einfrieren, dass wir das alles eingefroren haben. Jetzt machen wir uns ein schwarzes Material. Machen wir das einfach nur ganz schwarz. Und packen wir das auf unser Loft. Somit quasi ist alles schwarz. Allerdings, wir haben unsere Selektion. Das heißt, nehmen wir unser Silber, packen das auf unsere Selektion mit drauf. Somit, voilà. Haben wir hier Schwarz und Silber. So, und jetzt natürlich das hintere Ding nochmal versilbern. Das ist dann. Oh, jetzt kommt die Frage, was war denn das? Zylinder, ne? Nee. Genau, unser Loft, genau da hinten. Das wollen wir natürlich auch Silber haben. So. Und jetzt machen wir uns ein Lichtlein. Lights. Machen wir ein Dome Light. Dann nehmen wir uns erst nochmal ein Material. Material. Für den Boden. Packen wir das hier auf den Boden drauf. So, jetzt suchen wir uns mal irgendwas aus. Also, weil ich habe jetzt hier verschiedene. Ich suche es halt nicht groß rum. Ich nehme jetzt einfach mal, was ich mal hatte, Metall. Ich finde, das ist soweit ganz nett hier. Das heißt, wir gehen hier auf diesen Shader und ziehen uns die einfach per Drag and Drop rein. Nein. Dann gehen wir hier auf diesen Kreis, also Output, und packen den hier zum Input. Und gehen auf Diffuser, Diffuse Color. Jetzt ist halt die Farbe dem angepasst. So, jetzt müssen wir natürlich, weil es halt einfach die Projektion einfach groß ist, machen wir anstatt UVW Mapping Quader Mapping. Jetzt positionieren wir das Lichtschwert noch mal ganz kurz neu.
Ja, also wie gesagt, ziehen wir hoch. Das liegt ja nicht ganz auf, das heißt, kippen wir das Ganze mal. Gucken wir mal. Denke, so ist ja, so ist doch in Ordnung. Perfekt. So, unseren Domlight haben wir natürlich auch. Hier können wir halt irgendein Image reinladen. Deswegen, ich habe jetzt auch mal bei mir im Content Browser, also habe ich selbst mal geguckt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mal ein Video machen sollte, wo ihr ganz viele HDMI kriegen könnt. Auf Interior gehen wir mal auf. Muss ich selbst mal gucken. Versuchen wir das mal. Weil im Endeffekt ist es egal, es ist einfach nur, weil es ja hell ist. Auf Standardvoreinstellungen, auf Rendervoreinstellungen Redshift und gucken wir einfach mal, wie das Ganze jetzt aussieht. So. Ja, okay, also ich denke mal, es liegt am Licht. Werde ich es ein bisschen nochmal kurz ändern, weil das sieht zwar ganz cool aus, allerdings für mich ist es ein bisschen shiny, das sieht ein bisschen nach Lack aus, also einfach ein bisschen fake. Das heißt, gehen wir hier kurz in mal Shader rein und machen einfach nur die Roughness ein bisschen höher. So ungefähr auf, ja, 0,4. Und das Ganze bei dem Körper auch 0,4. Und bei dem Schwarzen natürlich auch 0,4. Und hier können wir das natürlich auch machen. 0,4. Obwohl, da machen wir es eher höher. Da machen wir es vielleicht 5. Aber gucken wir mal. Und als Licht mache ich mal einfach Domlight. Machen wir mal das. Schauen wir mal. So, okay, voilà. So sieht es doch schon mal ganz, schon mal ein bisschen besser aus von der Belichtung her. Jetzt ist es halt natürlich, ja, der Hintergrund gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht, weil das ist ein bisschen Gold. Ja. Wie gesagt, ist es nicht die Welt. Was hatte ich denn mal vorher in meinem Beispiel gehabt? Ich glaube mal, gehen wir nochmal auf Domlight. Ich glaube, das war etwas, weil das ein bisschen beige halt. Das war, glaube ich, Outdoor sogar. Ne, Quatsch. Indoor Storage Room. Okay, das müsste vielleicht passen. Jetzt gehen wir nochmal kurz, weil das ist ein bisschen zu rough. Platin gehen wir auf 0,1. Naja, 0,2. Dann hier auch 0,2. Weil zu viel Roughness sieht dann auch wieder nach Plastik aus, was natürlich auch nicht schön ist. Und natürlich, was wir noch vergessen haben, das sage ich auch gleich, sind wir gerade in den Sinn gekommen. Und zwar der Clip natürlich, wobei das dran festhängen.
Deswegen, also ist es ja auf dem Bild erkennbar? Nein, ist es. Nee, sehen wir nicht. Aber ich zeige euch. Wir machen hier ein Spline, ganz kurz. N-Eck. N-Eck wollen wir nicht, also ein Dreieck machen. Das heißt, wir gehen auf Dreiecken, also Seiten 3. Dann skalieren uns das kleiner hoch und 90 Grad, dass wir es liegen können. Und hier auch nochmal 90 Grad. So, dann gehen wir hier rein, dass es ungefähr hier so aufliegt. Gehen dann auf Sweep Nurb, gehen auf Nurb, auf Kreis, packen beide hier rein. Das heißt, dass das N-Eck mit dem Kreis harmoniert. Also, dass das ausgefüllt ist als Kreis. Das N-Eck ist als Kreis ausgefüllt. Deswegen, wir gehen auf Kreis, ziehen uns das einfach kleiner, ein bisschen zu groß. Denken 1 ist okay. Ups, Quatsch. Nicht das skalieren, sondern skalieren uns das ganze Ding hier. Ja, okay, gut. Dann ist es so. Vielleicht ein bisschen groß, aber ne, okay, ist in Ordnung. Gehen auf Sweep Maps, gehen hier auf Deckflächen Rundungen. Blöd, waren das? Ah ja, genau, N-Eck, Rundungen. Gehen auf, Sa Quatsch, Seiten natürlich 3. Gehen auf den Radius der Rundungen 2 bis 3. Und packen natürlich auch ein Silbermaterial drauf. So, jetzt dürfte es soweit passen. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wie das Ganze denn soweit ausschaut. Ja gut, also von Lightning her könnt ihr halt einfach noch was machen. Mir gefällt es auch nicht so gut, aber wie gesagt, weil wir lange jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, war es erstmal soweit. Also von Model her ist es im Endeffekt gleich. Wenn euch gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, könnt ihr auch gerne abonnieren, ich würde mich echt freuen. Und wenn ihr Fragen nochmal habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und danke fürs Zusehen. Tschüss.